Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Aus gegebenen Anlass gibt es heute mein zweites Video von mir, wobei man hier nicht von einem richtigen Video sprechen kann, sondern das ist eher so ein reines Redevideo, bei dem sich das Bild, was ihr aktuell seht, nicht ändern wird. Ich bin jetzt schon länger am Überlegen, wie und vor allen Dingen mit was es auf meinem Kanal weitergehen soll und bin jetzt zu einer Entscheidung gekommen, die ich euch auf dem Weg jetzt mal kurz mitteilen möchte. Einige von euch haben sich sicherlich schon gefragt, warum es in letzter Zeit gar keine oder nur wenig Lost Places auf meinem Kanal gibt. Das hat auch einen bestimmten Grund. Mir macht das Hobby noch immer genauso viel Spaß wie am Anfang, doch leider ändern sich die Umstände um das Hobby Urbex beinahe fast schon täglich. Durch eine bestimmte Personengruppe, die ich hier aber nicht näher benennen möchte, werden immer mehr der verlassenen Orte öffentlich und somit auch für Leute zugänglich, die es auf Vandalismus oder ähnliches abgesehen haben. Somit rückt natürlich auch das Hobby immer mehr und mehr ins schlechte Licht und betrifft auch die Urbexer, die wirklich dort nur filmen, fotografieren möchten und somit die Geschichte der Orte erzählen, bewahren oder einfach nur festhalten möchten. Deshalb bin ich jetzt zu der Entscheidung gekommen, in nächster Zeit weder auf Lost Place Tour zu gehen, noch neue Videos zum Thema Urbex hochzuladen. Die Gefahr, dadurch Konsequenzen erwarten zu müssen, ist mir einfach mittlerweile zu hoch. Das Hobby Urbex hat sich in den letzten Jahren massiv geändert, leider aber nicht zum Positiven. Man wird als Einbrecher oder als Anstifter für Hausfriedensbruch betitelt, was aber in keinster Weise der Wahrheit entspricht. Sich in solchen Vorwürfen zu erklären, bringt aber leider 99% der Fällen auch nichts, weil die Meinungen festgefahren sind. Meine Intention hinter den Videos war es schon immer, die Geschichte hinter den Locations zu erzählen und die Gebäude oder die Orte in Erinnerung zu behalten, die bereits zum Beispiel abgerissen wurden. Auch nutze ich grundsätzlich nur Zugänge, die bereits offen sind. Ist ein Gebäude verschlossen, dann bleibt das auch. Ich würde zum Beispiel niemals auf die Idee kommen, in ein Gebäude einzubrechen oder mir durch Zerstörung Zugang dazu zu verschaffen. Leider sehen das nicht alle Besucher der Lost Places genauso. Ihr könnt mir glauben, dass mir die Entscheidung nicht leicht gefallen ist, aber ich denke, so ist es zumindest zum jetzigen Zeitpunkt das Beste. Natürlich werden auch noch weiterhin neue Videos auf dem Kanal online kommen, auch teilweise von Lost Places. Allerdings werden dies nur Locations sein, die öffentlich zugänglich sind. Alle anderen Videos wie Vlogs, Reviews oder Real-Life-Videos zum Beispiel sind von meiner Entscheidung natürlich nicht betroffen und kommen weiterhin wie gewohnt. Auch wird es bald ein neues Format geben, solltet ihr darauf Lust haben. Dazu kommt aber am Mittwoch um 14 Uhr nochmal ein Video, in dem ich das Format noch einmal genauer erkläre und da mehr oder weniger schon die erste Folge davon kommt. Kurzer Spoiler, es handelt sich hier auch ein bisschen um Lost Place. Ich hoffe, ihr nehmt mir die Entscheidung nicht allzu übel, aber ich denke, dass der Großteil meiner Zuschauer versteht, warum ich mich so entschieden habe. An dieser Stelle bedanke ich mich aber schon mal fürs Zuhören und wünsche euch schon mal einen guten Start in die neue Woche. Schreibt doch gerne mal unten in die Kommentare, was ihr zu dem Thema denkt oder was ihr davon haltet. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.